Leute, 3000 Likes auf das Video und ich mach's. Wenn wir jetzt 3000 Likes auf dieses Video schaffen, lasse ich mir live im Video eine Glatze wachsen. Ich hoffe, ihr kennt alle Max Emre. Wenn nicht, dann war das gerade ein bisschen komisch. Max Emre ist ein TikTok. Also eigentlich zu hoffen, dass man Max Emre kennt, ist eigentlich keine gute Ausgangsposition. Es ist ja besser, wenn man ihn nicht kennt, ja? Und man auch immer von ihm verschont bleibt. Auch so eine Sache. Künstler, wenn man das so nennen kann, der quasi dadurch bekannt geworden ist, dass er seine Zuschauer verarscht. Die klassische Max-Emre-Masche ist halt, dass du dir einen Rasierer an den Kopf hältst und sagst, ja, bei einer gewissen Anzahl von Zuschauern rasierst du dir die Haare ab, du machst es aber nie. Bei 7000 Zuschauern rasiere ich mir mit dem Messer die Glatze. 6100? Weil mit dem Messer. Was ist denn das bitte für ein Messer? Das ist am Ende so ein stumpfes Brotmesser, was vorne sogar abgeknickt ist. Haben schon Leute, die ersten Haare wollen weg? 6500? Ne, 6300? Ne, 6200? Oder was steht da? Und ich war letztens mal wieder auf YouTube unterwegs. Ich habe mir natürlich nichts Böses gedacht. Und was sehe ich? Ein Video namens Neuer Max Emre Nachmacher vom YouTuber Darko Skin. Und ich denke mir, nein, oder? Kann es wirklich jemanden da draußen geben, der sich gedacht hat, Digga, die Karriere von Max Emre, geil, das brauche ich auch. Ja, wie heißt es so schön, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich habe mir gedacht, ich schaue einfach mal in das Video rein. An der Stelle, by the way, fettes Shoutout an den YouTuber Darko Skin. Ist ein echt geiles Video und ist ein echt geiler Kanal. Könnt ihr gerne mal abchecken. Der Typ, um den es aber heute geht, ist kein Gerät. Darko Skin, großes Lob an dich, mein Engel. Ja, weil Darko Skin ist, by the way, auch gerade hier. Also, immer am Start und auch, ach so. Immer präsent, wichtiger. Geringerer als Wildes Marius und der Name, der schreit schon von Qualitätscontent. Ich frage mich bei solchen Sachen aber wirklich, Digga, zahlt sich das überhaupt aus? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Wildes Marius, aka Max Emre auf Wish bestellt. Ich habe aber davor noch sowas wie eine Überraschung für euch. Nämlich habe ich ja vor kurzem gemeint, ihr könnt mir Vorschläge machen, was ich so in meinen Hintergrund stellen kann in meinem Studio. Und was für beschissene Ideen habt ihr? Glaubt ihr im Ernst, ich gebe Geld dafür aus, dass ich mir einen Aline Bachmann Pappaufsteller ins Studio stelle? Hey, das hat er doch schon auf Instagram geleakt, dass er das gemacht hat. Ja? Ja, soll das doch nicht auf Instagram leaken so, weißt du, das ist ja jetzt voll der Flash gewesen, aber jetzt weiß ich doch, was passieren wird. Ja, absolut richtig, ich habe mir hier den hier geholt. Aline, wenn du das siehst, es tut mir wirklich leid, aber das ist Demokratie. Das Ding ist halt, ich dachte mir, wenn ich mir den bestelle, dann war's das. Aber Freunde, es gibt ein Problem, ihr müsst mir jetzt bitte ganz kurz zuhören. In dem Moment, wo ich die Bestellung für den Pappaufsteller aufgegeben habe, ist die Webseite abgestürzt. Und das Problem war, die haben mir erst die Rechnung mehrere Tage später geschickt. Und ich hatte keine Bestellbestätigung, deswegen dachte ich, ich habe nicht bestellt. Drum habe ich bei einer anderen Webseite noch eine bestellt. Freunde, was mache ich jetzt? Sieht das wenigstens gut aus oder so? Ich weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann... Junge, wie kann man sein Geld so wasten? Wie kann man sein Geld so in den Anus einer Webseite stecken für ein Aline Bachmann? Ey, wir reden hier nicht von irgendeiner Person, die man sich gerne anschaut im Hintergrund. Wir reden hier von Aline Bachmann. Er wird das später so bereuen. Er wird das krass bereuen. Ist ja so eine Frau da überhaupt in seinem Zimmer aufzustellen. Große Schande, große Schande. Einem davon verlosen oder so. Oder Just Neo kriegt einen zum Geburtstag. Ja, Bruder, ich weiß nicht, was du für jede Vorstellung hast, aber diesen Pappaufsteller kannst du dir mal querrektal einschieben. So sieht's nämlich aus. Dann haben die mir allen Ernstes noch so eine kleine Figur davon mitgeschickt. Also ich bin wirklich... Aber ich kann sogar noch einen draufsetzen. Nämlich habe ich die Situation so lustig gefunden und mir hat gleichzeitig auf Instagram die liebe Hanna geschrieben und sie hat gemeint, yo, kann ich nicht vielleicht Fanart für dich malen? Und ich habe gesagt... Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, Hanna... Boom! Ist das nicht das Geilste, was ihr je gesehen habt? Also for real, bitte, ich verlinke euch Hanna unten in der Beschreibung, die könnt ihr gerne reinfolgen. Sie dachten, aus mir würde nie was werden. Tja, sie hatten recht. Aber mal ganz kurz davon abgesehen, dass ich mit YouTube Money absolut nicht umgehen kann, schauen wir mal ganz kurz in den TikTok von Wildes Marius rein. Wow, Leute, ich habe gesehen, dass man Wasser in der Mitte durchsprechen kann und dann zwei Teile hat. Aber es geht nicht, Leute. Guckt euch das an, ich habe gedacht, es wird funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Schreibt mal in die Kommentare und macht ein Stitch oder Duett. Ja, das ist der Boy. Auf TikTok wurde sein alter Account, glaube ich, gesperrt. Leider. Oder auch zum Glück. Auf TikTok macht er aber eigentlich eh nur Blödsinn. Also er hat so ein Format, wo irgendwelche Leute was kommentieren und da macht er so einen Rap darüber. Soll ich für Darko Skin einen Rap machen? Na klar kann ich das machen. Ich würde sagen, let us in go. Zippe, 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 boom. Darko Skin. Zippe, 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 boom. Darko Skin. Zippe, 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 boom. Max Emre. Zippe, 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 boom. Major Monogram. Was mich aber wirklich interessiert, sind seine Livestreams. Und in denen macht er... Ich bin verwirrt, wirklich. Was ist denn das für eine Scheiße? Und das gucken sich Leute an und denken, das ist irgendwie cool. Oder es ist ja einfach nur... Das ist schmerzhaft. Das ist halt so... Aber das... Leider, ja, leider existiert sowas. Also nicht diese Person, sondern so ein Content. Leider existiert sowas und...
und Menschen schauen sich das an, finden es am Ende wirklich noch lustig. Quasi eins zu eins genau das, was Max Emre noch vor, weiß nicht, wenigen Wochen noch gemacht hat. Hier haben wir zum Beispiel wieder den Rasierer im Einsatz. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer haben, mache ich mir die Glatze. Er hat 400 Zuschauer, by the way. Er erzählt jetzt, wenn wir die 100 Zuschauer haben, rasiert. Aber es funktioniert halt wirklich. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Leute, die denken halt wirklich, ey, da gehe ich jetzt rein und sag, oh nee, das machst du nicht. Oder komm, du hast es doch erreicht, komm, rasier dir die Glatze. Es gibt wirklich Leute, die fallen noch drauf rein. Und das sind alles kleine Kinder, weil als ob Erwachsene darauf, also als ob man so dumm ist, es nicht zu checken. Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn nicht, gehe ich offline und lösche meinen TikTok-Account. 7, 6, in 5 Sekunden, Leute. Macht euch alle bereit, in 5 Sekunden werde ich meine Augen öffnen. Ab 600 Zuschauer. Ich mache jetzt die Augen zu. 10, 9, Flaschi, grüß dich. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt rein. Meine Augen wieder öffnen. Wenn wir bis dahin die 600 Zuschauer haben, mache ich mir die Klatze. Ha, da schreibt sogar einer Max Emre. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu Max ist Marius halt relativ unbekannt. Deswegen habe ich halt nur so ein paar Clips von seinen Livestreams und sowas. Aber bei Max gibt es ja wirklich die gesamten Livestreams auf YouTube zum Nachverfolgen. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, weil ich habe mich immer gewundert, wie ist denn das, wenn du so einen Livestream von ihm siehst? Weil er sagt ja immer so, ja, okay, Deshalb habe ich einfach keinen TikTok. Ich muss an der Stelle sagen, ich nutze TikTok echt selten. Wenn ich aber reinschaue, mir werden sehr viele Memes angezeigt. Und die Memes, das ist schon manchmal lustig. Also das ist auch wirklich, TikTok macht wirklich süchtig, das ist echt nicht gut. Weil du sehr oft reinswipes und denkst du, ah, was ist denn das? Aber dann kommst du wieder aufs nächste und denkst du, Alter, wie lustig, und musst du erstmal irgendwo schicken oder so. Es ist halt schwierig, ne? TikTok ist so scheiße, aber auch irgendwo lustig und unterhaltsam und... Ganz schwierig, ganz. Also TikTok irgendwo schon eine Plattform, die schon die Daseinsberechtigung hat, aber viele Menschen verdummen und bei vielen Menschen ist die Konzentrationsfähigkeit völlig am Arsch. Ja, die sich zu oft mit TikTok beschäftigen. Weil ich merke das, wenn du ein YouTube-Video siehst, die Leute, die möchten direkt vorspulen zu irgendeiner Stelle, weil sie haben gar nicht mehr die Konzentrationsfähigkeit, sich mal ein Video von vorne bis hinten anzugucken. Da würde das gar nicht gehen, dass wir jetzt auf so ein Video gucken, weil die würden direkt sehen, ja... Also was ist jetzt wohl der spannende Part hier? Da müssen wir direkt vorskippen. Das ist bitter. Okay. In 10 Sekunden rasiere ich mir meine Haare ab, bla bla bla. Aber wie kannst du das auf 30, 40 Minuten ja, stretchen? Ist halt auch so, das heißt, ich werde jetzt in einer Sekunde die Augen wieder aufmachen. Naja, ich war mal so fein und habe mir so einen Livestream angeschaut und ich war Real Talk so angepisst. Und obwohl ich halt weiß, dass das eh nicht machen wird, ja, war ich sowas von zornig einfach. Und ich habe mir gedacht, das Beste wäre, wenn ich euch damit auch den Tag versaue. Deswegen hätte ich mal gesagt... Madison, go! In 7 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer erreicht haben, schneide ich mir eine Glatze. Und wenn das erste Kommentar, was ich sehen sollte, eine Beleidigung ist, gehe ich offline und lösche meinen TikTok-Account. Okay, das klingt doch nach einem Top-Deal. Ich muss einfach nur noch 7 Sekunden warten und dann kommt auch schon die Auflösung. Also, machen wir mal weiter. Also, 7, 6, 5. In 5 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer erreicht haben... Ja, wenn wir die 100 Zuschauer erreicht haben, gib mal Gas. Ich will sehen, was passiert. Also, 5... 4, 3, in 3 Sekunden werde ich meine... Also, 3... Ich habe das zu oft angeguckt. Ich bin abgestumpft, was es angeht. Ich bin wirklich abgestumpft, weil es einfach an Dummheit echt nicht zu überbieten ist, dass so ein Content überhaupt existiert. 2, in 2 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Also, 3, 2, zweimal sage ich es noch für die Leute, die neu dazugekommen sind. Also, 3, 2, wie gesagt, Freunde, zweimal sage ich es noch. Also, 3, 2, und die letzte Zahl ist die Zahl Nummer 1. Das heißt, ich werde jetzt in einer Sekunde meine Augen wieder... Und die letzte Zahl ist Nummer 1. Oh, aufmachen, wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer... Mach deine scheiß Augen auf! Wie kann man fucking 7 Sekunden so in die Länge ziehen? Wurscht. Wisst was? Wir sind schon bei Sekunde 1. Wir schauen einfach mal weiter. Das heißt, ich werde meine Augen jetzt wieder aufmachen. Ich bin gespannt, ob wir die 100 Zuschauer erreicht haben. Ja oder nein? Na, 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 na. Ich krieg geistige... Okay, mir macht's wirklich... Es ist einfach schade. Alter, ey. Turbulente, mein Engel. Dankeschön für den Sub. 39 Monate. Das ist ja noch mehr als Kanalratte. Das ist crazy. Vielen Dank. Vielen Dank, Bruder.
Bei mir ist alles fit, ich hoffe bei dir auch. Er wird halt auch nur beleidigt. Hurensohn, Huren, Keck, wirklich überall Keck. Jungs, durch euch kriegt das. Jungs, durch euch kriegt das so viel krass, so krass viel Fame. Hä? Fabio Munich, du bist doch genauso. Hä, durch dich kriegt er auch Fame, weil du gerade eben in dem Livestream bist und dann auch noch kommentierst. Auf die Plätze, fertig und los. Ich muss jetzt eigentlich Copyright-Musik ausblenden. Hallo? 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 Ja, eigentlich eh. Hallo. Hallo. Was habe ich mir schon erwartet? Hallo? 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 Er hat zu dem Zeitpunkt 3000 Zuschauer und tut so, als hätte er einfach keinen Internetempfang mehr und dann fängt er wieder von vorne an. So, wie viele Zuschauer haben wir? Ich sehe es gerade nicht. Hallo? Und bei Marius ist es eigentlich genau das gleiche, nur dass... Ich sehe es gerade nicht. Hallo? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Alter, der hat mehrere tausende Zuschauer anstatt 100 und so. Weißt du, ich seh's nicht, ich bin einfach geistig zu krass eingeschränkt, so ich seh's nicht. Der halt nicht so viel Reichweite hat. Aber einfach nur die gute alte Rasiermaschine auszupacken, wäre halt einfach nicht genug. Er klaut auch noch andere Methoden von Max. Zum Beispiel, Max hat die Leute immer in seinem Livestream so provoziert und so und dann hat er gesagt, yo, ich rufe jetzt die Polizei, wenn ihr nicht aufhört zu beleidigen, halt mit der Intention, dass halt mehr Leute rein kommentieren. Beleidigungen sind ganz böse, Leute. Keine Beleidigungen im Stream. Leute, keine Beleidigungen im Stream. Das beleidigt halt auch niemand. Leute, ich werde jetzt die Polizei rufen. Ich rufe jetzt die Polizei, Leute. Huan, du Gesicht. Junge, was ist denn das für eine Beleidigung? Du Gesicht. Alter, ich kenne das von Adlerson. Der hat mal so gesagt, du Gesichtsmensch. Warte. Du Gesichtsmensch. Ja, du Gesichtsmensch. Okay, warte. Hallo, Adlerson. Ih, was ist denn das? Alter, das sollte man nie anschauen. Anderson. Ach Mann, ich weiß gerade nicht, hier Best of Anderson irgendwo. Ach, irgendwo da sieht man es doch. Da sagt ja zu irgendjemand, du Gesicht. Dürfte ich mich ihrer Gruppe. Nee, warte. Heftiges Wunsch. Nein, da läuft dann einem vorbei und dann sagt er einfach nur, du Gesichtsmensch. Oder sagt er nur, du Gesicht? Fuck, ich glaube, ich bin einfach nur sehr, sehr verwirrt. Ich glaube, hier, das war der. Warte, das war der. Das war. Cornetto! Cornetto! Ah, nee, da nicht. Cornetto! Also. Darf ich Ihre Nase essen? Gott schütze Sie. Nein, wo sagt er denn, du Gesicht? Das muss hier irgendwo... Es kann doch nur irgendwo hier sein. Gucken Sie? Ja. Dürfte ich an Ihren Zopf nuckeln? Das müssen wir später mal angucken. Ist hier zu lustig, aber. Nee, irgendwo sagt er du Gesicht. Ach, scheiße, Mann. Ich wollte jetzt mir angucken. Ich hab verkackt. Wer beleidigt? Ich rufe jetzt die Polizei, Leute. Jesus Maria, was ist das für ein Telefon? Läuft schon wieder Max Emre 2. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn eh jeder checkt, dass das eine schlechte Kopie von etwas Schlechtem ist, warum hat er dann so viele Zuschauer? Schaut euch jetzt nochmal die Live-Zuschauer an. Das Video ist nicht geschnitten. Das geht in fucking Echtzeit so schnell rauf. Und dann wundert es mich halt auch nicht, dass es solche Leute wie Marius gibt, weil wenn halt nur 1% von den Leuten, die da zuschauen, irgendwas spenden, dann hast du halt schon easy Cash gemacht. Aber nachdem ich jetzt ein Video über den Boy mache, wird es natürlich Leute geben, die sowas sagen wie, yo, der Typ will halt nur, dass solche Leute wie du ihm die Aufmerksamkeit schenken, der will ja nichts anderes. Und dazu muss ich halt zwei Sachen sagen. Also erstens, das ist Quality Content und den werde ich nicht einfach so liegen lassen. Und zweitens, ich weiß halt, dass meine Community aus Internet... Mir wurde der auch schon vorgeschlagen, by the way. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht von dem Bescheid wusste, aber ich hatte keine Zeit mehr, noch ein Video zu dem zu machen. Zumal der mir auch zu... Der kam mir schon zu billig rüber, deswegen habe ich gesagt, ah, scheiß drauf, lass mal. Ich weiß nicht, warum die Lametric, wo da hinten ausgegangen ist, wie der jetzt angeht. Aber ja, das deswegen habe ich es dann auch gelassen. So, ja, das macht es ja cool. Intelligenten Leuten besteht. Und wenn jetzt wirklich irgendwer rübergeht und ihm nice donatet, dann ist fucking niemand schuld, außer der Typ selber, der donatet hat. Weil ich meine, warum? Weißt du, ich rede da so über Geld und wie man es nicht aus dem Fenster hauen soll. Aber wenn wir schon beim Thema Geld sind, das ist eine... Junge, und diese Pappaufsteller, ne, in echt Größe, also ein so ein Pappaufsteller kostet vielleicht so 80, 90 Euro. Wir reden ja nicht von, ey, der Pappaufsteller, weil es ja aus Pappe ist, der kostet 10 Euro. Der kostet
vielleicht 80, 90 Euro. Und da hat er zwei Stück jetzt davon. Dann lass es fast 200 Euro sein, die er dafür ausgegeben hat. Völlig verrückt. Gut, kann auch sein, er hat irgendwas gefunden, das ist deutlich günstiger, aber ich hatte auch mal sowas mir bestellen wollen, hat 80 Euro gekostet. 80 bis 90 mit Lieferkosten an 90. Top-Frage, wie viel man damit eigentlich verdienen kann. Auf YouTube verdienst du halt entweder durch Werbung auf deinen Videos, durch Sponsoren in deinem Video quasi oder halt durch Kanalmitgliedschaften. Weil halt manche Leute gefragt haben, das letzte habe ich halt zum Beispiel nicht, also mir könnt ihr nicht irgendwie spenden oder so, weil ich lebe halt nicht von YouTube, ich habe halt noch einen Vollzeitjob und halt ich bin quasi nicht darauf angewiesen im Moment. Auf TikTok gibt es aber keine Werbung, sondern maximal Sponsoren, aber die findest du eigentlich auch fast nie, weil TikTok-Views halt eigentlich so gut wie nichts wert sind. Ich hoffe, das wird funktionieren. Das heißt, die einzige Einnahmequelle von solchen Leuten sind halt Donations. Leute spenden ihm zum Beispiel, um bei ihm Moderator zu werden. Das heißt, sie können dann andere Kommentare wegbannen oder keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, warum er das überhaupt machen wollen würde, aber gut, es gibt Leute, die das machen. Und ein Dude meinte, er hat Max über 600 Euro donated und ihm wurde trotzdem am nächsten Tag der Mod-Status wieder entzogen. Was? Ex-Moderator packt aus, wie er von Max Emre betrogen wurde, hat er 600 Euro gespendet. Das ist... Niemals, das kann nicht real sein. Wenn er das ist, ja, das kann nicht real sein. Warte mal, in erwachsener Mensch hat Max Emre 600 Euro gespendet und wurde betrogen. Das kann nicht sein, Leute. Leute, was muss das für ein krasser One-Hit sein? Jo, was ist, wenn ich One-Hit eingebe? Kommt dann dieses Emote, One-Hit? Scheiße, ich bin viel zu dumm dafür. Wie kriegt man dieses One-Head-Emote? Gibt's ein Two-Head-Emote? Gibt's ein... Ach, man muss immer Five-Head sein, weil der Typ ist weniger als Five-Head, Leute. Doch, natürlich gibt's ein One-Head. Ihr habt doch dieses One-Head-Emote. Genau so sieht er auch aus. Der hat Max... Wie kann man so lost sein? Ach du Scheiße. Ist über 600 Euro donated und ihm wurde trotzdem am nächsten Tag der Mod-Status wieder entzogen. Dann habe ich mit ihm ein Match gemacht. Ja, natürlich habe ich ihm gespendet. Natürlich. Was ich habe ihm locker fast 600 Euro gespendet. Und dann auch... Also, ey, sorry. Ey, no disrespect, bro. Aber ist schon sehr dumm. Morgen, dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Moderator war weg. Er hat mir nicht mehr gefolgt. Er sagt, du bist nicht mehr bei mir aktiv. Wenn ich bei ihm nicht aktiv bin, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das heißt, ich muss ihm jeden Tag ein Auto spenden, damit ich Moderator bleibe? Leute, ihr dürft so einen Scheiß im Leben nicht unterstützen. Oder er bettelt halt einfach für Geld. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnern könnt oder nicht, aber da gab es ja mal so einen Skandal, dass er eine... Ey, ich wusste echt nicht, wer die Leute sind, die ihm wirklich supporten, so auch geldtechnisch. Aber das, liebe Freunde. Das ist echt crazy. Wie viel kostet Mod hier? 5 Euro. 5 Euro und jeder wird hier Mod... Nicht, dass mich dann noch jemand anzeigt und sagt, ey, der hat aber immer gewinnt, hat er gesagt, aber bei 5 Euro krieg ich schon was. PS5 haben wollte und er hat so einen PS5-Counter gehabt, also quasi, wenn die maximale Anzahl an Geld erreicht ist, irgendwie 500 Euro oder so, dann ist der Ding fertig. Er hat dann aber die 500 Euro... Ach, guck mal, jetzt machen wir später, ey. Erreicht und hat dann ganz einfach den Counter wieder auf null gestellt. Und die Leute haben einfach weiter donated. Ich weiß halt nicht, woher das kommt. Aber das ist halt auch der Grund, warum es Leute wie Wildes Marius gibt. Weil es einfach Leute gibt, die donaten. Aber bevor er das jetzt macht, gell, es gibt da halt genug Riesen. Ja, wie kann man sich in der Öffentlichkeit dann so zur Schau stellen? Also mir wäre es doch peinlich vor Freunden, vor der Familie, wenn dann Clips in mir im Internet auftauchen. In mir wahrscheinlich, ne? Wenn dann Clips von mir im Internet auftauchen, wo ich so eine Scheiße publiziere. Wäre doch... Ich hätte, also muss ich ehrlich sagen, ich würde mich schämen dafür. Aber sehr, sehr doll würde ich mich schämen. Natürlich Taxifahrer, deswegen mach ich ja auch direkt bis zum Schluss. Risiken, die damit verbunden sind. Also erstens mal nach ein paar Wochen sollte ich eh schon jeder kennen auf TikTok und keiner wird mehr donaten. Wenn du Leute scamst, dann kannst du auch angezeigt werden und außerdem ist halt dein kompletter Ruf gefickt. Glaubt ihr, Max Emre bekommt jetzt noch irgendwo einen Job? Du musst nur seinen Namen googeln und das erste, was kommt, ist TikTok-Betrüger, TikTok-Abzocker und PS5-Bettler. Und ich glaube, im Fall von Marius ist es halt einfach nur Aufmerksamkeitsgeilheit, was halt, keine Ahnung. Gut, an der Stelle muss man sagen, der heißt vielleicht nicht in echt Max Emre. Das ist halt auch wieder schwierig. Ich denke, der hat einen anderen Namen. Und der Typ ist auch so lost. Der hatte mir auch mal so geschrieben, so, ey, nimm die Videos unverzüglich offline. Wenn das nicht binnen von 48 Stunden getan ist, werde ich dich anzeigen und deine Videos striken lassen und bla bla bla. Ich habe gesagt, nö,
Also, ich weiß gar nicht, ob ich ihn ignoriert habe oder gesagt habe, dass ich das nicht machen werde. Und ist nichts passiert. Da kam nicht mal irgendwas durch. Nicht mal irgendwie, dass YouTube mir gesagt hat, ey, der möchte, dass die Videos offline sind. Oder dass irgendwie ein Anwaltsbrief oder so. Mir war es auch klar, weil er müsste ja gegen tausende Leute jetzt hier irgendwelche Abmahnungen schicken. Und das würde er nicht machen. So, dafür ist er viel zu unschlau. Und ja, nee, hat er nicht. Wollte da einschüchtern, aber hat es nicht geschafft. Leider, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das halt gut ist oder nicht. Aber eins muss ich ihm schon lassen, er hat manchmal schon ein bisschen Humor. Also ich will ihn jetzt nicht irgendwie loben oder so. Ich finde das, was er macht, ist halt absolut scheiße. Aber er schaut sich dieses Video an. Eine Pusteblume. Ich weiß auch nicht. Glaubt ihr, man kann damit Geld verdienen oder man kann sich, wie Max Emre das machen wollte, damit eine Community aufbauen? So random gewesen. Ich zweifle es stark an. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, meine Freunde. Lasst mich auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Viele Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, spannend. Spannend. Okay, hier. Komm hier, gibt einen Licker. Plotwist, der nimmt Max Emre einfach nur hops, aber ganz ehrlich, bei ist einfach nur unangenehme Gestalten, die niemand jemals im Internet vermissen wird. Das ist wirklich so. Ey, wirklich, die würde halt wirklich niemand vermissen, weil die einfach nur lästig sind. So, du bist einfach froh, wenn die weg sind. So, das ist immer ein bisschen schwierig hier, aber ein bisschen schwierig.